So, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ich habe jetzt mal die Facecam so ein bisschen umgestellt, dass wenn ich ein bisschen rübergehe, dann seht ihr meine Sauerstoffleiste. Und ihr seht ja auch so, wie dann... Ich jetzt zeigen, geil. Wie hier der Balken sich dann langsam leert, das seht ihr ja. Richtig geil, so. Ich habe mich nach der letzten Pleite... Oh, ich brauche meinen Schwimmbrille noch. Einen Moment. So, nach der letzten Pleite im letzten Part. Wegen diesen Viechern, die immer noch da sind. Ich fasse es ja nicht. Weg mit dir. So, und zwar habe ich eine Strategie mir überlegt, wie ich das Ganze angehe. Und zwar sind da unten wohl Bauteile oder solche Blueprints für einen Seegleiter, mit dem ich ja mega schnell unter Wasser bin, sodass ich vor denen abhauen kann. Und das will ich eben jetzt finden. Hier müssen allgemein relativ viele von diesen Dingern sein. Von diesen Blueprints. Und an sich... Ich überlebe ein paar Attacken und ich kann sie abwehren, immer so. Das geht ja ganz gut. So, Scanner. Ja genau, Seegleiterfragment. Perfekt. Junge, verpiss dich, komm. Dieser Moment, wenn du was sagen willst, aber mittendrin merkst, dass du sowieso rausschneidest. Der will auch nichts von mir, okay. Komm in die Gold. So, es wird dunkel, das heißt, ich gehe mal wieder zurück. Suche aber dann gleich nochmal nach dieser anderen Kapsel. Denn da können auch solche Sachen sein. Und das wusste ich beim letzten Mal gar nicht. Deswegen habe ich darauf nicht geachtet. Aber eventuell ist da jetzt was. Genau, da steht nämlich auch, hier defekter Seegleiter haben die. Das heißt, es ist genau das, was ich suche, was die da haben. Mein Puls ist gerade konstant auf 180 gefühlt, ne? Als ich bei Nacht über diese Felder drüber schwimme. Seegleiterfragment. Ja. Perfekt. Ich kann Seegleiter machen. Sonst scheint hier nicht viel zu sein. Metallschrott ein bisschen was. Ja, dann schnell wieder zurück, würde ich sagen. So, was brauchen wir jetzt für ein... Was brauchen wir dafür? Seegleiter. Batterie, Schmierstoff und Kupferdraht. Okay, warte, Schmierstoff können wir herstellen. Batterie ist kein Problem. Und das sollte ja auch keins sein. Habe ich hier Kupfer noch? Nee, aber Säurepilze habe ich. Das heißt... Ja, okay, ein Kupfer habe ich noch hier. Dann brauche ich kurz ein bisschen Kupfer. So, drei Stück habe ich jetzt. Das bedeutet... Einmal Kupferdraht. Und einmal Batterie. Und... Seegleiter! Jetzt bin ich echt mal gespannt, wie schnell ich tatsächlich bin. Aurora, this is Sunbeam again. We just picked up a massive debris field at your location. I didn't know how bad... How many of you... I didn't know. We're now en route to your location. We're gonna bring you home. Sunbeam out. What else can I say? The only time I parked a rig this big on a rock that small was in VR. And I blew it. It's a bad option, all right, but so are all the others. Okay, das heißt, immerhin haben sie jetzt klar erkannt, was unser Problem ist. Das ist ja auch schon mal was. So, ich probiere jetzt aber auf jeden Fall noch aus, wie schnell dieser Seegleiter tatsächlich ist. So, sind wir gespannt. Also schon an? Ja. Oh, yo. Oh, da ist man schon ordentlich schneller, ja. Holy crap. Ey, das ist echt cool. Ja, vor allem, da kann ich jetzt safe vor den Stalkern abhauen. Denke ich mal. Oh, und vor dem vielleicht auch. Ja, ich kann vor dem abhauen, als ob. Oh mein Gott, ist das gut. Mega wichtig. Und noch einer. Aber egal. Ich bin weg. Alter, wie geil. Und wie hoch man da springen kann. Holy shit. Was ist das? Uah. Sind das seine Augen? Ist ja ekelhaft. Noch einer. Alter, holy shit, wie viele davon sind hier bitte? Und die können mir alle gar nichts mehr. Ist das nice. Oh, Inventar ist voll. Ja komm, Metallschrott. Das findet man doch wie Sand am Meer. Wohl eher wie Metallschrott im Meer, lol. Und hui. Alter, wie geil.
Was ist das? Silber. Lol. Habe ich es dabei? Nein, ich habe... Wo ist mein Silber, hä? Ach, Gold war da... Hä? Nee, ich hätte auch Silber. Egal. Ich muss kurz raus. Ah, hier unten, Silber. Nice. Oh. Tja. So leicht bekommt ihr mich nicht mehr, ne? Boah, nicht noch einer. Wie bitte? Boah, nicht noch einer. Ja, natürlich. Boah, was eine Höhle. Okay. Also. Ich persönlich würde den heutigen Tag mal als absoluten Erfolg bezeichnen. Das war echt krass. So, was kann ich jetzt machen? Kann ich jetzt schon... Das hier wollte ich machen, ne? Da brauche ich eine Batterie dafür, das ist kein Problem. Kabelsatz. Kabelsatz. Zwei Silbererz, okay. Das hier kann ich sogar machen tatsächlich. Kupferdraht. Brauche ich ja nicht viel. Die Tischkornproben habe ich auch. Das heißt, ich brauche noch einen Silbererz. Und dann... Ja, kann ich den Kollegen schon machen. Ich würde sagen, das ist das, was wir in der nächsten Folge tun werden. Und dann bedanke ich mich sehr fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst sehr gerne eine positive Bewertung da. Und dann sehen wir uns heute im nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut rein.